Hallo zusammen zu einem weiteren Video. Wie im Video beim Bau der Feuertonne schon erwähnt, ist mein alter Winkelschleifer defekt, weshalb ich hier den neuen Winkelschleifer vorstellen möchte. Da ich den Winkelschleifer oft benutze und der vorherige gute Arbeit verrichtet hat, fiel die Wahl wieder auf ein Bosch-Gerät. Hierbei handelt es sich um den Bosch GWS 9125S aus der Professional-Serie. Überwiegend benutze ich den Winkelschleifer in Kombination mit Trennscheiben, Fächerscheiben und Schrubscheiben. Da ich in Zukunft auch andere Aufsätze wie eine Drahtbürste oder einen Schleifteller verwenden möchte, fiel die Wahl auf ein Gerät mit einer stufenlosen Drehzahlverstellung im Bereich von 2800 bis 11.000 Umdrehungen pro Minute. Kommen wir zum GWS 9 und schauen uns das Ganze mal an. Im Lieferumfang mit dabei ist natürlich wie immer eine Bedienungsanleitung. Dann haben wir einmal den zusätzlichen Handgriff, den Aufnahmeflansch und die Spannmutter zum Festziehen und einmal einen Zweilochschlüssel. Des Weiteren ist hier die Schutzhaube auch mit dabei, die werkzeuglos montiert wird. Und zu guter Letzt selbstverständlich der Winkelschleifer selbst. Kommen wir zum GWS 9. Die Gesamtlänge beträgt 280 mm und der Winkelschleifer wiegt 1,9 kg. Damit ist er noch relativ leicht und lässt sich sehr gut handhaben. Der Winkelschleifer hat eine Leistung von 900 Watt und hiermit können auch Aufsätze bis zu einem Durchmesser von 125 mm verwendet werden. Ein weiterer Vorteil von dem Gerät ist, dass es über eine gummierte Zuleitung verfügt und die ist auch in ausreichender Länge, sodass man sich beim Arbeiten auch bewegen kann. Auf der Rückseite des Geräts befindet sich dann noch der Drehzahlregler, der stufenlos verstellbar ist, von der Stufe 1 bis zur Stufe 6 und über dem die Drehzahl vorausgewählt werden kann. Des Weiteren hat der GWS 9 einen Wiederanlaufschutz. Das bedeutet kurz gefasst einfach, dass wenn zum Beispiel auf der Baustelle jemand anderes den Stecker rauszieht und danach wieder einsteckt, hat das Gerät einen Wiederanlaufschutz. Das heißt, man muss erstmal das Gerät ausschalten, bevor man es wieder anschalten kann. Die Schutzhaube des GWS 9 ist werkzeuglos montierbar. Dazu wird lediglich hier dieser Hebel runtergedrückt. Na. So. Jetzt wird das Ganze verdreht und kann dann, nachdem man den Hebel gedrückt hat, jeweils um eine Rastposition verstellt werden. So immer so weit, dass die Schutzhaube wieder einrastet. Und genauso einfach kann man die Schutzhaube auch wieder demontieren, was mir persönlich sehr gut gefallen hat. Was mir persönlich sehr gut gefällt. Zum Montieren der Aufsätze der Scheiben ist hier wie gewohnt auf der Rückseite ein Arretierknopf, der dann eingedrückt werden kann und in einer bestimmten Position einrastet und dann kann mit dem Zweilochschlüssel, der ebenfalls hier im Lieferumfang dabei ist, die Scheibe bzw. der Aufsatz montiert werden. Des Weiteren ist in der Verpackung auch noch ein Zusatzhandgriff und der Aufnahmeflansch und die Spannmutter. Der Zusatzhandgriff wird auch wie gehabt oder wie von Bosch gewohnt einfach seitlich eingeschraubt. Das Ganze ist auf beiden Seiten möglich, für Rechts- und für Linkshänder. Dann, wie man sehen kann, ist hier vorne die Aufnahme so gestaltet, dass der Flansch nur in eine Position drauf passt, sodass er auch richtig sitzt. Und zum Schluss, nachdem die Scheibe auch noch eingelegt ist, wird die Spannmutter noch montiert. Um das Ganze probehalber mal zu montieren, nehme ich hier die Schutzhaube
Den Griff montiere ich ab, den brauche ich jetzt hier nicht. Dann, wie gesagt, den Aufnahmeflansch. Dann hier beispielhaft eine Trennscheibe, da ist jetzt nicht mehr so viel drauf. Eine Jahreszahl, also sprich eine Art Ablaufdatum eingestanzt. Da die meisten Scheiben harzgetränkt sind und es sonst sein kann, dass sich die Scheibe deutlich schneller abnutzt oder einem durchaus auch um die Ohren fliegt. Dann noch die Spannmutter. Hinten den Arretierknopf drücken, bis er einrastet. Na. Jetzt. Und dann mit dem Zweilochschlüssel leicht am Ziehen. Dann wird das Gerät eingesteckt. Des Weiteren kann man den Schalter in zwei Stellungen benutzen. Das heißt, wenn man ihn nur nach vorne drückt, ohne ihn nach unten zu drücken, dann ist es eine Art Taste, das heißt, der Winkelschleifer geht aus, sobald man den Schalter wieder loslässt. Oder, wie man das sonst auch gewohnt ist, den Schalter nach vorne und unten drücken und der Winkelschleifer bleibt im Dauerbetrieb. Wie zu Beginn vom Video schon erwähnt, habe ich den Winkelschleifer mit Drehzahlregelung ausgewählt, da ich später hinaus auch andere Aufsätze wie zum Beispiel einen Drahtbürstenaufsatz oder Schleifscheiben verwenden möchte. Das Ganze funktioniert stufenlos. Das heißt, jetzt bin ich im niedrigsten Drehzahlbereich, da ist der Winkelschleifer auch nicht so laut. Und hier drüber kann dann die Drehzahl dementsprechend bis zu 11.000 Drehungen eingestellt werden. Ich habe mich für dieses Gerät entschieden, da er, wie schon erwähnt, über eine Drehzahlregulierung verfügt und der Winkelschleifer mit 70 Euro auch schon recht günstig zu bekommen ist. Vielen Dank, dass dir mein Video gefallen hat. Wenn es dir gefallen hat, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du mal in die Kommentare reinschreibst, welchen Winkelschleifer du benutzt und welche Vor- und Nachteile dieser Winkelschleifer für dich hat. Des Weiteren würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du mir einen Daumen hoch da lässt. Und falls dir mein Video gefallen hat und du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann ist das hier unten möglich. Wenn du möchtest, kannst du dann auch die Glocke aktivieren, damit du keines meiner nächsten Videos verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.